Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lago Winch. Wir hacken und mal gucken, was das hier auf sich hat hier. Wir sollen Verbindungsaufbau wahrscheinlich nach unten zu dem W machen. Das Netzwerk wird durch das Gitter auf dem Bildschirm dargestellt. Die Hauptkomponente dieses Gitters sind die Knoten. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte und vier Punkte, okay? Am Anfang befinden sie sich am Zugangsknoten und müssen sich im Netzwerk Knoten für Knoten voranarbeiten. Zugangsknoten A ist der W. Lago ist das Blaue, okay. Gehen Sie auf den Knoten, der sich oberhalb des Zugangsknoten befindet. Dazu müssen Sie die Richtungstaste oben drücken. Gedrückt halten und die Space-Taste drücken, also A, ja? Ach so. Okay. Okay. Ich muss das gedrückt halten. So, es hat zwei Runden gedauert. Ehe ihr Zug Wirkung zeigte, da jeder Knoten unterschiedlich stark geschützt wird. 1, 2, 3 und 4. Der Knoten über dem, in dem sie sich befinden, ist ein Wert 4 Knoten. Es dauert 4 Runden, bis ein Zug Wirkung zeigt. Bewegen sie sich jetzt zum nächsten. Okay. Die beiden Knoten, die sie passiert haben, sind jetzt blau. Sie haben die Kontrolle über sie übernommen. Es ist einfacher, Knoten zu erreichen, die sie bereits kontrollieren. Wenn sie auf einen ihrer Knoten ziehen, benötigen sie nur eine Runde, egal welchen Verteidigungswert er hat. Kontrollierte Knoten. Okay, ja. Vorsicht, das Netzwerk wird von einem Sicherheitssystem geschützt. Sicherheit ist das Ding da oben. Der Zähler in der oberen rechten Ecke gibt die Zahl der Züge an, nach denen das Sicherheitssystem gegen ihr Eindringen vorgeht. Okay. Die Adresse des Hackers ist in einem besonderen Knoten gespeichert, der Zentraleinheit. Sie ist ihr Ziel. Bewegen Sie sich auf Ihr Ziel zu, versuchen Sie dabei, den schnellsten Weg zu finden. Das heißt, den schnellsten Weg zu finden. Ja, ich gehe jetzt noch einmal nach oben hier. So, und dann gehe ich nicht hier rüber. Denn das Hacking-Programm braucht auch diese Schritte, ne? Guck mal, es braucht 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann ist es hier rechts neben dem dort angekommen, bei 12 Schritten. Ich muss also innerhalb von 12 Schritten weg sein. Nehme ich mal stark an. Also ich gehe jetzt hier erstmal nach rechts. So, jetzt wird das Programm aktiv, richtig? So. Und es macht genau das. Das Sicherheitssystem hat auf ihr Eindringen reagiert und ein Antivirus erzeugt. Ein Antivirus, hoho. Der Antivirus folgt ihnen durch das Netzwerk. Wenn er sie erreicht, werden sie aus dem System entfernt. Ein Antivirus hat eine begrenzte Lebenszeit. Er verschwindet nach 8 Runden. Okay. Die Antiviren folgen den gleichen Regeln, denen sie unterliegen. Sie benötigen einen Zug, um einen Knoten unter ihrer Kontrolle zu erreichen. Um einen Knoten zu erreichen, den sie kontrollieren, benötigen die Viren die Anzahl der Runden, die dem Verteilungswert des Knotens entspricht. Der ist also schneller jetzt. Ich verstehe. Deswegen muss ich die Knoten... Okay. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Und? So. Jetzt habe ich eine Aktion, ne? Genau. Und jetzt muss ich wieder zurückkommen. Naja, ich wäre jetzt so schön blöd, hier hinzukommen, weil ich muss jetzt hier rüber. Und der Virus ist tot. Ja, aber das Einfachste ist doch jetzt wirklich... Der Knoten, obwohl er den schon erreicht hatte, ist wieder in meinen... Warte mal, es wird eine knappe Geschichte, glaube ich. Aber eine sehr knappe. Oder? Sehr knapp. Zurück zur Realität. Mission erfolgreich. Wählen Sie jetzt... Okay. Bei neuen Hackversuchen können neue Komponenten erscheinen. Die Hilfefunktion gibt weitere Hinweise. Okay. Wir haben Hacker lokalisiert. Wladimir Kostenko. Super, Boulevard Mir Vorograd, Sibirien. Wir waren bis nach Sibirien, Leute. Disconnection. Got him. I've located our hacker. Okay, Simon, ready for some adventure? Speaking of adventures, I was chatting with your secretary. And I was thinking that maybe her and I... Forget about that for now. We're leaving for Russia. Caviar, vodka...
and luscious. Ja, luscious und leicht abgewürgt. Wo auch immer die hinfliegen. Es ist wieder 5 Uhr nachmittags. Unless I'm mistaken, that's where our hacker lives. This is a nightmare. What am I doing here? Keine Ahnung. Okay, wir haben eine neue Nachricht. Simon und ich sind Wladimir Kostenko auf den Fersen. Das ist der Kerl, der sich in das Netzwerk der W-Gruppe gehackt hat, okay? Kannst du dir mit Sicherheit, war es mir möglich, den Hacker zu identifizieren? Es handelt sich um einen Typen namens Wladimir Kostenko, der von Vorograd aus operiert. Ich werde dorthin reisen und ich nehme Simon mit. Joy wird die Nachforschung bei Jack Place fortsetzen, während ich unterwegs bin. Okay, ich speichere aber mal. So. Haben wir. So, dann gucken wir erstmal. Das ist die Klingel vom Hausmeister, die klinge ich jetzt noch nicht. Ach, das war doch eine Ratte. Hatte mich gewundert. Das ist ein G auf der Tür. Gut. Die Briefkästen der Gebäude. Alle Namen sind in Kyrillisch und es sind Zahlen und Buchstaben dabei. 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B und G. Der Zettel ist irrelevant. Warum hupt es denn immer? Hört, der Reifen ist wichtig. Ein alter Reifen. Ich frage mich, was der hier soll. Ich wüsste nicht, warum ich den mitnehmen sollte. Pff, ja, okay. Dann klinge ich mal. Oh, I'm coming. Can I bother you for a minute? What's the matter? Ist aber richtig ein Russe, wa? Wo lebt? Wo ist? Hä? Wladimir Kostenko, do you know him? What do you want Vladimir for? Ich bin ein Freund. Nee, das ist immer abgedroschen. Ich bin Vorsitzender eines Multinationals. Genau. Ja. I used to work for the KGB. I've set up my own business now. I've got some questions I'd like to ask Vladimir. I don't want no trouble. What do you want Vladimir for? Russischen Staat? Private Organisation? Komm, lass mal für Putin arbeiten. Nee, das ist ja noch die Zeit Gorbatschow, ne? Ist es noch? Vladimir is a computer hacker. The motherland needs him to protect itself against Western invasion. You understand the risk that I'm taking by telling you this. It's a real pleasure to give the motherland a helping hand. Ja, und wo wohnt er nun? So anyway, where does Vladimir live? Kostenko lives in number 3A. He moved a bunch of boxes last night before going off to work. Okay. What does Vladimir look like? Tall, thin guy. Blonde hair with a ponytail and glasses. You can't miss him. Der SSSR hat da hinten drauf. Okay, neue Information. Stimmt ja sogar. Wladimir ist ausgeflogen, aber ich habe herausgefunden, dass er in Apartment 3A lebt. Ich bin mir sicher, dass es in seinem Apartment nur so von Hinweisen wimmeln wird. Okay. So. Haben wir. Dann gucken wir mal. 3A. Wenn ich einen der Briefkästen aufbreche, wird der Lärm bestimmt die Leute alarmieren. Ah, okay. Wir müssen also hoch. Warte mal, da ist eine Stromleitung. Moment. Warte mal, war das wirklich eine Stromleitung? Es ist ein Sicherungskasten mit 7 Sicherungen. Jeder davon ist markiert. Okay, ich brauche wahrscheinlich erst den Hinweis. Aber hier ist ein Sicherungskasten. Das heißt, wir könnten dann wahrscheinlich irgendwas abschalten.
So, welche bist du? 1A? 2A? 3A? Simon, you think you can pick this lock? No problem. Consider it done. Ach Quatsch, war ja B, wa? Oh, ich glaube, das war verkehrt. Das war doch nicht 3A, das war 3B. Well? Wait a minute. The lock looks like it's been booby-trapped. Pretty sneaky. Impossible to defuse it from this side. Okay. Hä? Und war das jetzt 3A oder 3B? Doch 3A. Hä? Ich... Warte mal. Mist. Dann hier? Das ist nicht die richtige Tür. Aber Booby-Trapped könnte ja bedeuten, dass ich den... Ja, mit der Sprengfalle mit Strom, hä? Oder? Von oben? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Doesn't look like anyone's home. This apartment is right above Vladimir's. Can you pick that lock? Got it. You want to go through the window to get to Vladimir's apartment. I'll get right on it. Ja, na klar, das wollte ich. Das wollte ich. Ja, das ist sicher auch Zeit. Okay, we can get in now. Okay. Schauen wir uns erstmal um hier. Halt. Ein wunderbarer japanischer Ahornbaum. Was soll ich mit dem Topf? Okay. Haben wir hier hinten irgendwas? Nee. Da ist was. Ach so, ist er. Warum, ja, siehst du, ich habe mich sowieso schon gewundert, warum er so eine dünne Klamotten anhat. Jetzt klappern ihm die Zähne. Ihr mit Feuerholz. Im zweiten Stock. Ein Buch über gesundes Leben in gesundem Körper und heilsame Tugenden. Ich werde mir dieses Bild bestimmt nicht ansehen. Heißt es deine alte Garderobe? Sauberes Laken. Na, sowas aber auch. Okay, hier ist noch ein anderes sauberes Laken. Ein zerknittertes sauberes Laken. Und dann können wir wieder diesen hier machen. Ah ne, warte mal. So und so. Und dann nehmen wir das mit. Und gehen hier zum Fenster, was natürlich offen steht. Ah, guck mal hier oben. Da ist die Lampe kaputt. Let the pro do his job. I know all about this type of game. Okay. Er macht mir die Tür auf, dass ich durch die Tür gehen kann. This lunatic's booby trapped his window too. All the metal parts are hooked up to the mains. I can't open it without getting electrocuted. Simple but effective. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, dass jetzt kommt die Stelle, die wir... Ne? Wladimir hat das Fenster auch verdrahtet und Strom draufgelegt. Ich muss den Strom irgendwie unterbrechen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Er muss jetzt ein bisschen frieren. Das tut mir leid. So, ab. So. Also wie gesagt, dafür, dass das Spiel wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ja, ist es erstmal gar nicht so schlecht. Ein bisschen oberflächlich und dieser obercoole, wahrscheinlich sollte es wie ein James-Bond-Verschnitt werden. So, ich nehme die Sicherung 3A raus und das war's. Okay. Bin mir sicher, dass ich den Abhaben-Hinweise auf dem Aufwärtsverfinden werde. Ja, ja, okay. Achso, warte mal.
Wir haben ja wieder was Spielentscheidendes gemacht. Ich speichere lieber ab. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Überraschungen. Wobei die Automatik ja läuft, ne? Haben wir ja schon mal mitbekommen. Aber nicht gut genug. Ah. Nice work, Simon. Don't get carried away. I've managed to get in through the window and detach the charge from the lock, but I haven't defused it. It could blow at any minute. Search the apartment. I'll take care of this puppy. Hurry! By the way, be careful. Okay. Hier ist der Pfütze. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit. Hier ist eine Rotlichtlampe. Boah, diese Dusche ist schon länger nicht benutzt worden. Kaputt. Was haben wir da? A matchbook. The Gagarin Paradise. A bar. And here's the telephone number. Bingo. Bingo. It seems our friend Vladimir is a regular at the Gagarin Paradise. The bars are my territory. Once I'm done with this explosive charge, I'll go check it out. You look to see if there's anything else in here. Mhm. Das ist eine Jacke. Ich bin nicht hergekommen, um Wäsche zu tragen. Pizza, die schon etwas kälter ist. Naja, den Kakerlaken scheint sie ja zu schmecken. So hungrig bin ich wieder auch nicht. Dieses Spiel ist voller schmutzigen Geschirr und Kakerlaken. Ich spiele hier nicht die Hausfrau. Uah. Eine alte Eichentruhe. Seltsam, ist völlig leer. Na, weil er verschoben hat, ne? So, da ist er reingekommen. Hier unten sind noch ein paar Flugblätter. Da liegt da was. Ein kleiner Schlüssel. Der liegt mitten auf dem Boden. Da hat jemand auf der Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Hallo, Vladimir. It's Olga from Omega. The big boss has just sent you back the estimate that you have done for Mr. Kratchev. You are going to have to lower your price. Thank you. Hä? Vladimir arbeitet für eine Firma namens Omega. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist deren Adresse rausfinden. Wieso? Nummer der Bar, okay. Aber wieso, den Preis senken? Kostenvoranschlag zurück? Ein halb verbranntes Fax. Hey, in dem Mülleimer liegt ein halb verkohltes Fax. Okay. Dieses Fax wurde von jemandem namens Stoker abgeschickt. Werde sie per E-Mail an Omega über Treffpunkt in Kenntnis setzen. Okay, und du hier? Die Größe noch zu urteilen ist ja für einen Briefkasten oder eine kleine Schublade. Schublade oder Briefkasten, eins von beiden. Da ist die Adresse nochmal drauf, da ist eine Sicherung, okay. Die müssen wir natürlich wieder reindrehen, ne? Theoretisch. Den PC kann ich nicht benutzen? Doch. Nee. Hallo, Vladimir. It's Olga from Omega. The big boss has just sent you back the estimate that you have done for Mr. Kratchev. You are going to have to lower your price. Ach, der hat bezahlt, der hat nicht zurückgeschickt. Der Computer wurde gesäubert, auf dem Bildschirm ist eine Meldung zu lesen, Löschvorgang beendet. Ich weiß nicht. Okay, dann ist der schon abgehauen, wie es scheint. Die Frage ist, ich gehe mal zum Briefkasten. Was ist mit dem Rad da eigentlich? Sorry for opening your mailbox, Vladimir, but you didn't seem to be too bothered about hacking my computer network. An envelope. Let's see what's inside. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Brief der Omega-Gesellschaft an Vladimir Kostenko. Dieser Kostenvoranschlag wurde von Omega für einen gewissen Mr. Kratchev erstellt. Was kann ich jetzt damit machen? Ich habe die Adresse dieser Omega-Gesellschaft gefunden. Ich werde meine Nachforschung dort fortsetzen. Halt, speichern. Wir werden jetzt immer speichern. Oh. Du solltest überschreiben.
Ja, so. Jetzt haben wir natürlich was Neues erstellen, ist egal. Ich hoffe, wir können unendlich viele erstellen. So, jetzt können wir mit ihm... Na siehste! I'm going to pay our friend's employer a visit. You head off to the Gagarin Paradise and try to get some leads on Vladimir. We'll meet up there. Okay, good luck. See you in a while. Omega Inc. Vorograd, 6.45 Uhr Nachmittag, also abends schon, kurz vor 19 Uhr. Wir haben eine Nachricht. Mit ein bisschen Glück hält sich Wladimir in den Büros der Omega-Gesellschaft auf. Das werden wir aber nicht jetzt erfahren, sondern wir erfahren das erst in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.